Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die FDP hat heute ein Loblied auf den Wasserstoff und die Wasserstofftechnologie gesungen. Und ich sage mal so, an einigen Punkten haben Sie ja auch recht. Aber so weit, wie der Antragstitel geht und fordert, Hessen zur Wasserstoffgesellschaft zu machen, das so weit gehen wollen wir dann nicht. Ganz im Gegenteil, wir warnen davor, dass es eine Überhöhung gibt der Wassertechnologie als Allheilmittel. Was wir brauchen, ist die Energiewende. Und darauf müssen wir setzen, meine Damen und Herren. Die Vision, die Sie hier zeichnen, folgt dem Konzept des US-Ökonomen Jeremy Rifkin, dessen Buch Die Wasserstoffgesellschaft von 2002 ja auch hierzulande einen mittelgroßen Wasserstoffhype auslöste. Er skizzierte den möglichen Wandel von der Erdöl- zur Wasserstoffgesellschaft. Das Gedankenspiel hat aber den Haken, dass im Gegensatz zu Öl keine abbaubaren natürlichen Vorkommen von nutzbarem Wasserstoff es gibt, sondern Wasserstoff ist keine Energiequelle, sondern sie ist Energieträger. Und die Energie muss eben irgendwo herkommen. Das hat der Kollege Krüger schon gesagt, die Kollegin Müller hat auch darauf hingewiesen. Und bisher kommt es eben vor allem aus fossilen Energien. Also, es ist sinnvoll, die Erforschung der Wasserstofftechnologie zu fördern. Für bestimmte Anforderungen kann Wasserstoff bzw. die Brennstoffzelle eine Lösung sein. In der Luftfahrt mit ihren Gewichtsbeschränkungen, im Langstreckengüterverkehr oder um Eisenbahnstrecken ohne Oberleitung elektrisch zu nutzen. Aber, und da hat die Kollegin Müller recht, besser und effizienter sind eben Oberleitungen. Und anknüpfend eben an der Frage von Kollegen Müller, woher, Kollegen Krüger, woher kommt der Wasserstoff? Klar ist für uns, Wasserstoff darf ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Also grüner Wasserstoff. Und 90% des heute genutzten Wasserstoffs sind grauer Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Und der ist Teil des zu überwindenden Problems und nicht der Lösung. Das gilt selbstverständlich auch für den sogenannten blauen Wasserstoff, der ebenso aus Erdgas gewonnen wird und bei dem das bei der Entstehung anfallende CO2 unter die Erde verpresst wird. Nein, Wasserstoff muss grün sein. Und wenn man sich auf diese Prämisse verständigt hat, dann ist Wasserstoff letztlich doch bloß eine Speichertechnologie für erneuerbare Energien. Bisher war die FDP nicht der größte Anhänger davon. Vielleicht ändert sich das jetzt, weil wenn man den Wasserstoff wirklich sinnvoll nutzen will, dann brauchen wir den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn nur so kann er überhaupt eine wichtige Rolle spielen bei der Energiewende. Und der entscheidende Schritt steht davor. Weil solange die Primärenergie eben nicht zu 100% erneuerbar gewonnen wird und nicht im Überfluss vorhanden ist, solange ist die Elektrolyse und die Wiederverstromung vom Wasserstoff einfach eine ziemliche Energieverschwendung. Und darauf wurde ja auch schon hingewiesen. Wenn aus Strom Wasserstoff gewonnen wird, dieser Wasserstoff dann mit Tankwagen zur Tankstelle gefahren werden und dieser Wasserstoff in einer Brennstoffzelle wieder zu Strom wird, um einen Elektromotor anzutreiben, dann sind unterwegs 80-90% der ursprünglichen Energie verloren gegangen. Und ohne die Rückverstromung bleibt auch noch ein Verlust von 2/3 bis 3/4. Natürlich gibt es auch in den Stromnetzen Übertragungsverluste, aber die sind dann doch noch ein bisschen etwas geringer als bei dieser Technologie. Das heißt, man kann sagen, es ist zu teuer, es ist überhaupt nicht wirtschaftlich, die Verluste sind zu groß. Wenn der Strom zur Elektrolyse dann auch noch aus fossilen Energien gewonnen wird, dann ist der Energiewende und dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen worden. Das heißt also, Wasserstoff aus fossilen Energien ist überhaupt nicht sinnvoll. Und da kann ich den Vorrednern zustimmen, meine Damen und Herren. Allerdings bleibt Fahrzeuge, die mit Batterien angetrieben werden, sind, die direkt aus dem Stromnetz geladen werden, sind hier im Vorteil. Allerdings bleibt, egal ob wir über Wasserstoff oder Batterien als Energieträger reden, das Problem der grundsätzlich begrenzten Strommenge im Netz. Lassen wir einmal die Industrie außen vor und auch die Luftfahrt und die Schifffahrt und alles andere. Wenn wir alleine den Autoverkehr und die Beheizung von Gebäuden komplett auf Ökostrom umstellen, dann bräuchten wir ein Vielfaches des heute erzeugten Stroms, und das zu 100% erneuerbar. Das ist eine ziemlich kräftige Aufgabe, und die geht auch nicht schneller vonstatten, wenn man sich vor Ort gegen jedes Windrad wehrt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Und deshalb vielleicht noch ein paar Sätze zum Grundsätzlichen. Der Wasserstoffmythos ist verlockend für alle, die eigentlich nicht wirklich etwas verändern wollen.
Und die möchten, dass Verkehr grundsätzlich so weiter funktioniert, wie er heute funktioniert, oder wie ich sagen würde, er heute nicht funktioniert. Speichertechnologien, und daran sind wir uns einig, sind ein wichtiger Baustein der Energiewende, weil um überschüssigen Wind- oder Sonnenstrom zu speichern, brauchen wir Speichertechnologien. Derzeit haben wir eher einen Überschuss an Kohlestrom im Netz. Und in einer fernen Zukunft, wenn wir möglicherweise den sauberen Strom im absoluten Überfluss haben sollten, also wenn die erneuerbaren Energien nicht nur 100% des Strombedarfs decken, sondern wir wirklich einen enormen Überfluss haben, dann kann man ihn auch im großen Stil per Elektrolyse speichern, als Power-to-Gas-Verfahren oder wie auch immer. Aber dafür haben wir jetzt auch nicht die Zeit. Und weder die Brennstoffzelle noch Batterieautos werden uns jetzt kurzfristig retten. Entscheidend ist gerade für das Erreichen der Klimaziele, ist, dass wir jetzt schnell und entschlossen umsteuern. Und da ist der Weg klar. Das geht nicht ohne gesellschaftliche Veränderungen. Das geht nicht ohne Veränderungen der Art und Weise zu wirtschaften. Das geht nicht ohne Energiesparen, ohne den Verkehr zu reduzieren. Das geht nicht ohne Verkehrswende und Energiewende. Und das geht nicht ohne den Transportirrsinn in irgendeiner Form zu regulieren, den Lkw-Verkehr zu reduzieren. Und das ist sinnvoller und notwendiger, als einfach nur den Antrieb auszutauschen. Und deswegen müssen wir eben auch über eine andere Form des Wirtschaftens reden, weil wir wissen, dass gerade die Industriestaaten oder insbesondere die Industriestaaten zu viele Ressourcen verbrauchen, zu viel Verkehr verursachen, zu viel Wald abholzen und zu viel Fläche versiegeln. Und da, an der Stelle müssen wir handeln, um die Klimaziele zu erreichen. Und darauf zu setzen, dass jetzt eine Technologie uns auf magische Art und Weise so mehr oder weniger so weitermachen lässt wie zuvor, halten wir für einen Irrweg. Aber nichtsdestotrotz, wir halten es durchaus für sinnvoll, wenn man jetzt mal den ganzen Text des Antrags, da haben wir unsere Fragezeichen, aber ich finde, man kann tatsächlich darüber reden, dass man eine Anhörung zu dem Thema macht, auch um so ein bisschen zu schauen, wo stehen wir eigentlich auch in Hessen. Ja? Aber eine Anhörung zu machen, wo man sowohl darüber diskutiert, welche Möglichkeiten bietet Wasserstofftechnologie, und wie gesagt, ich würde auch sagen, sie bietet Möglichkeiten, aber sie hat eben auch Grenzen. Und über beides zu sprechen, fände ich eine durchaus interessante Anhörung im Wirtschaftsausschuss. Darüber können wir ja dann im Ausschuss diskutieren und schauen, ob wir eine solche Anhörung machen, wie man die Energiewende in Hessen gestalten kann und welche Rolle die Wasserstofftechnologie dabei spielen kann. Vielen Dank.